Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Der Bundestag berät heute erstmals über die geplante Grundrente. Mit ihr sollen ab kommendem Jahr die Altersbezüge von etwa 1,3 Millionen Geringverdienern aufgestockt werden. In der Union gibt es nach wie vor Vorbehalte gegen das Projekt. So sei die Finanzierung noch immer nicht geklärt, gerade angesichts der Ausgaben wegen der Corona-Krise. Die Bundesregierung will die Lohnfortzahlung für Eltern in der Corona-Krise offenbar auslaufen lassen. Das berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung. In dem Blatt verweist eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums darauf, dass Kitas und Schulen verstärkt wieder öffneten. Ursprünglich war eine Verlängerung der Regelung im Gespräch. Derzeit zahlt der Staat Eltern bis zu 67% ihres Lohnes, wenn sie wegen geschlossener Einrichtungen ihre Kinder zu Hause betreuen müssen und deshalb Einkommensverluste haben. Allerdings nur 6 Wochen lang. In Nordrhein-Westfalen gilt seit Mitternacht keine Quarantänepflicht mehr für Rückkehrer aus dem EU-Ausland und den Schengen-Staaten. Bislang mussten sich Menschen nach der Einreise 14 Tage in häuslicher Isolation aufhalten. Auch andere Bundesländer wollen in den kommenden Tagen die Quarantäneregelung wegen der Corona-Pandemie lockern. Kurz nach Inkrafttreten der neuen Straßenverkehrsordnung will Bundesverkehrsminister Scheuer offenbar einige Strafverschärfungen für Raser zurücknehmen. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur überarbeiten Mitarbeiter den Bußgeldkatalog erneut. Dabei gehe es vor allem um die Regel, dass nun schon ein Monat Fahrverbot droht, wenn man innerorts 21 Kilometer pro Stunde zu schnell fährt, beziehungsweise 26 km/h außerorts. Dies sei unverhältnismäßig, hieß es laut dpa aus dem Ministerium. Die EU-Außenminister beraten heute in einer Videokonferenz über die jüngsten Entwicklungen im Nahostkonflikt. Zentrales Thema dürften Pläne der israelischen Regierung sein, Siedlungen und das Jordantal im Westjordanland zu annektieren. Das Vorhaben, das die Palästinenser ablehnen, geht auf den Nahostplan von US-Präsident Trump zurück. Die EU hält es für völkerrechtswidrig, hat aber noch keine konkrete Strategie, wie darauf reagiert werden soll. Während einige Länder wie Schweden für klare Sanktionsdrohungen sind, lehnen andere, darunter Deutschland, dies ab und setzen auf Gespräche mit Israel. Auf den Philippinen lässt der erste schwere Wirbelsturm der Saison an Stärke nach. Er war gestern auf Land getroffen. Zehntausende Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Die Corona-Pandemie erschwerte die Evakuierungen. Notunterkünfte durften nur zur Hälfte besetzt werden. Gleichzeitig behindert der Sturm Hilfseinsätze gegen das Virus und Vorbeugungsmaßnahmen.